Ohne diese Checkliste ist eine Weltreise mit einem Fahrzeug nicht möglich. Heute gehen wir die Punkte durch, von denen ich glaube, dass diese essentiell für eine Weltreise sind. Habt ihr diese Punkte nicht abgehakt, braucht ihr gar nicht erst losfahren. Oder schlimmer noch, ihr müsst eure Weltreise abbrechen. Und ich hoffe, ihr habt mindestens einmal schon über so eine Weltreise mit einem Fahrzeug nachgedacht, denn sonst ist dieses Video vielleicht nicht unbedingt was für euch. Naja, aber vielleicht ist auch genau das der Grund, warum ihr hier seid. Vielleicht denkt ihr gerade zum ersten Mal so ein bisschen darüber nach, auch mal eine Weltreise mit einem Fahrzeug zu machen, denn das kann ich empfehlen. Falls ihr dazu noch Inspiration braucht, guckt gerne mal auf meinen Kanal. Wir sind aus Deutschland bis nach Singapur gefahren und das Ganze nur über Land. Das heißt, keine Fähren, kein Transport, kein Fliegen, sondern alles mit dem eigenen Fahrzeug. Und wir nehmen auch genau das Beispiel, weil da kann ich am besten aus Erfahrung sprechen. Angenommen, ihr wollt eine Überlandreise von Deutschland bis nach Singapur machen. Anhand dieser groben Route möchte ich erklären, was ihr alles wirklich braucht, um überhaupt losfahren zu können. Um erstmal ein gemeinsames Fundament zu schaffen, hier geht es um eine Overland-Weltreise mit einem Fahrzeug. Overlanding bedeutet, ihr wollt Ähnliches machen, wie wir es gerade tun, also wirklich durch Gebiete fahren, die etwas abseits vom Schuss sind und da ein bisschen in der Natur entspannen, aber das muss es nicht heißen. Wenn ihr euch nicht mit 1000 Käfern und Ameisen auseinandersetzen wollt und vor allem Mücken, hier habe ich auch wieder einen neuen Stich, dann bleibt trotzdem dran, hier geht es generell um eine Weltreise mit essentiellen Dingen, die ihr braucht, um loszufahren. Fangen wir erstmal an mit dem Offensichtlichsten. Ihr braucht ein Fahrzeug. Das kann natürlich alles sein. Ihr könnt das größte 8x8 best ausgerüstete Expeditionsmobil haben, um sowas zu machen. Klar, geht. Ihr könnt einen Camper von der Stange haben, so wie wir es eben nutzen, den ein bisschen ummodellieren, dass der für so eine Weltreise gewappnet ist. Oder ihr könnt mit einer Vespa von Deutschland nach Malaysia fahren. Wir haben zwei Italiener getroffen, die genau das gemacht haben. Also lasst euch dahingehend nicht abschrecken. Und ich sehe gerade, da hinten fängt es richtig doll an zu regnen. Also ich stehe hier nicht vor einem Greenscreen oder so. Also, es ist ein Greenscreen, aber ihr wisst, was ich meine. Also nochmal zum Punkt Fahrzeug zurück. Ihr braucht ein Fahrzeug und das kann wirklich alles sein. Jede Weltreise ist in irgendeiner Form auch komplett individualisiert. Jeder hat bestimmte Präferenzen, für die ihr eine bestimmte Plattform braucht. Und da kann ich euch nicht wirklich weiter in die Hand nehmen. Das liegt wirklich am Budget, an den Dingen, die ihr sehen wollt, wo ihr hinfahren wollt. Aber wie gesagt, für unsere Weltreise fahren wir aus Deutschland nach Singapur mit einem Van von der Stange, mehr oder weniger. Nämlich einen VW Crafter bzw. einem VW Grand California mit Allrad, den wir allerdings auch noch ein bisschen umgerüstet haben, damit wir alles das machen können, was wir uns am Anfang so vorgestellt haben. Dazu zählen auch Offroad-Pisten, dazu zählt auch das autarke Stehen für eine bestimmte Zeit, zum Beispiel für eine Woche, wie wir es jetzt gerade hier tun. Dazu zählt auch ein gewisser Komfort, den zumindest wir brauchen, um diese Weltreise richtig genießen zu können. Also wir haben den Van höher legen lassen, wir haben richtig robuste Offroad-Reifen draufgezogen, wir haben überall einen Unterbodenschutz rangebaut, wo es eben möglich ist bei dem Fahrzeug. Wir haben einen Gepäckträger dabei, wo wir dann noch zwei Dieselkanister hinten rangebaut haben, sodass wir nicht an jeder Tankstelle zwingend tanken müssen, sodass wir ein bisschen mehr Flexibilität dabei haben. Eine Powerstation und zwei Zusatzbatterien, das heißt, wir können eine Weile autark stehen. Solar hatte er schon von Anfang an, also das Häkchen war schon gesetzt, als wir den Van gekauft haben. So haben wir eben die Möglichkeit, länger autark zu stehen, wenn die Sonne denn scheint. Und ja, der Van hatte schon einige Sachen gesetzt, die wir vorausgesetzt haben. Das war unser Maßstab, um überhaupt so eine Weltreise zu machen. Wie gesagt, Längsbetten, Solaranlage auf dem Dach. Genug Wasser dabei. Allrad war uns zum Beispiel auch ganz wichtig. Und ja, Dusche und Toilette und all sowas, was so ein Camper eben mitbringt. Das sind alles optionale Dinge, die ihr individuell für eure Weltreise entscheiden müsst. Um hier gleich anzuschließen, für euer Fahrzeug braucht ihr auch die richtigen Fahrzeugdokumente. Dazu zähle ich auch den deutschen Führerschein, den ihr vor Abreise internationalisieren müsst, sodass ihr den eben auch außerhalb Europas nutzen könnt. Neben dem Führerschein braucht ihr auch den Fahrzeugschein. Klar, hat jeder dabei, ist offensichtlich, aber auch diesen könnt ihr internationalisieren, sodass ihr den außerhalb Europas nutzen könnt. Wusste ich am Anfang nicht. Glücklicherweise haben wir den noch nicht im internationalen Sinn gebraucht. Wir mussten ihn schon öfters vorzeigen. Allerdings wurde nicht die internationale Version gefordert, wofür ich ganz dankbar bin. Denn diese Informationen hatten wir vorher nicht. Ihr braucht auf jeden Fall Daten zum Fahrzeug, die ihr leicht abgreifen müsst. Dazu zählt zum Beispiel die Fahrzeug-ID. Klar, die steht im Fahrzeugschein, kann man sofort ablesen. Aber auch die Motor-ID. Die wird in vielen Ländern abgefragt. Und seid euch sicher, was die Motor-ID ist, denn das kann wirklich zu Problemen führen, wenn ihr zum Beispiel durch China fahrt und den Behörden die falsche Motornummer gibt und an der Ausreisegrenze steht mit einer anderen Motornummer, nachdem der Inspekteur da reingeguckt hat, könnt ihr richtig große Probleme bekommen. Also, falls ihr nicht sicher seid, wo die steht, lasst euch vielleicht sogar von eurem Händler die Nummer zeigen, denn das ist wirklich eine wichtige Information, die ihr für so eine Weltreise braucht. Was ihr an Fahrzeugdokumenten auch braucht, ist ein Carnet de Passage. Zumindest anhand dieser Beispielreise, die wir gerade unternehmen. Wir haben ihn bisher zwar nur zweimal benutzt, aber das Dokument ist wichtig und ihr habt es vielleicht vorher noch nicht gehört. Das ist im Grunde ein Dokument, was euch einen temporären Import eures Fahrzeugs in ein bestimmtes Land erlaubt. Natürlich ist vorausgesetzt, dass dieses Land ein
ein solches Dokument voraussetzt. Aber wenn ihr das nicht dabei habt, könnt ihr an der Grenze abgewiesen werden und das wollt ihr nicht. Das würde eure ganze Planung überwerfen. Also kümmert euch darum, diesen Carnet de Passage vorab zu besorgen. Und hier kann ich euch auch empfehlen, lasst euch nicht am Anfang von dem Preis abschrecken. Also ihr werdet wahrscheinlich abgeschreckt sein, denn für den Carnet de Passage ist je nach Fahrzeugwert eine Summe zu entrichten. Habt ihr also ein teures Fahrzeug, was 100.000 Euro kostet, müsst ihr vielleicht 70.000 Euro für ein Jahr zurücklegen, was eine ganze Menge Geld ist, die ihr irgendwo parkt, nur nicht in eurer Reisekasse. Auch wenn ihr das Geld zurückbekommt, ist es sicher besser auf eurem Konto aufgehoben. Hier kann ich euch einen Tipp geben. In der EU könnt ihr mal ein bisschen rumgucken. Wir haben zum Beispiel unseren Carnet de Passage aus Tschechien. Da war die Kaution um einiges günstiger. Ich glaube, wir haben insgesamt 3.000 Euro dort hinterlegt. Das ist im Grunde eine Wohnungskaution. Also falls ihr eine Weltreise macht und eure Wohnung kündigen wollt, kriegt ihr da eine Kaution wieder, die ihr gleich woanders parken könnt. Aber ja, das ist etwas, was ihr bedenken müsst. Das ist etwas, was ihr brauchen könntet, je nachdem, welche Route ihr fahrt. Eine Weltreise ist richtig anstrengend, sowohl geistig als auch physisch. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass ihr mit bestimmten Konditionen diese Weltreise nicht antreten könnt. Ich will sagen, dass ihr grob verstehen müsst, worauf ihr euch einlasst und welche Herausforderungen euch erwarten können. Das war teilweise so schwierig, dass wir in ein Hotel eingecheckt haben. Und glaubt mir, das war nicht unser Ziel. Aber wir brauchten eine Pause, wir brauchten Aircondition, wir brauchten mal ein großes Bett, um wirklich zu entspannen. Und damit meine ich jetzt nicht hier, es ist jetzt mal 40, 45, sogar bis zu 50 Grad oder mal minus 35 Grad oder sowas. Damit kann man im Grunde arbeiten, wenn man jetzt weiß, man muss ein oder zwei Wochen durchhalten. Aber wenn du wirklich über drei Wochen so Extremtemperaturen, wie wir es hier in den tropischen Regionen hatten, mit über 45 Grad und sowas, dann ist das wirklich, wirklich richtig anstrengend. Vor allem im Camper, der sich nochmal extra aufheizt. Vor ein paar Jahren war dieser Punkt wahrscheinlich noch nicht so kontrovers, aber ihr braucht Impfungen bzw. eine individuelle medizinische Vorbereitung. Dazu zähle ich zum Beispiel die Standardimpfungen, die ihr für so eine Weltreise braucht, wie zum Beispiel Typhus, Enzephalitis, Tollwut, Cholera und vielleicht sogar Dengue-Fieber. Denn hier, gerade wo wir gerade sind, ist Dengue-Fieber eine Krankheit, die sehr häufig vorkommt. Und da würde ich euch nur nahelegen, habt zumindest schon mal drüber nachgedacht, denn falls mal sowas eintrifft, ist es nicht so leicht, hier den richtigen Arzt zu finden oder die richtige Entscheidung zu treffen, während man gerade krank ist. Also wenn ihr vorher schon mal drüber nachgedacht habt, dann habt ihr es um einiges leichter, wenn sowas mal wirklich eintritt. Die Rechnung für solche Impfungen ist natürlich relativ teuer. Also wir haben ungefähr 600 Euro pro Person bezahlt. Hier sind so viele Käfer. Ich muss echt gucken, was hier gerade um mich rum schwirrt. Wenn ihr aus Deutschland kommt und krankversichert seid, habt ihr die Möglichkeit, diese Rechnung bei der Krankenkasse einzureichen. Und dort kriegt ihr dann auch je nach Krankenkasse einen happigen Betrag zurück. Also wir haben, glaube ich, pro Person 600 oder 700 Euro bezahlt und haben, ich weiß nicht, 70, 80, 90% zurückbekommen, irgendwas in dem Dreh. Also die Rechnung war danach vertragbar für das, was man dafür bekommt oder besser nicht bekommt. Denkt daran, dass ihr auch eine Reiseapotheke mitnimmt und alles das reinpackt, was ihr braucht, um gesund reisen zu können. Denn wenn man im Camper krank ist, ist es wirklich nochmal was anderes, als wenn man zu Hause krank im Bett liegt und allen Komfort genießt, den man eben dank der Infrastruktur in Deutschland hat. Seid vorbereitet. Egal, ob ihr was auf die hohe Kante gelegt habt oder sogar remote arbeitet, während ihr so eine Weltreise unternehmt, ihr braucht Geld. Faktisch braucht ihr nicht wenig Geld für so eine Weltreise. Auch wenn die monatlichen Kosten wahrscheinlich günstiger sind als das Durchschnittsleben in Deutschland, müsst ihr trotzdem eine ganze Stange Geld bereitstellen, um eben alle Eventualitäten abzusichern. Ein geregeltes Leben habt ihr auf so einer Weltreise definitiv nicht. Wir haben anfangs vor Abreise ungefähr mit 1.500 Euro pro Monat gerechnet, Fixkosten, das kann mal teurer werden, das kann auch mal viel günstiger sein, je nachdem wo ihr seid und wie viel ihr fahrt. Das war allerdings relativ konservativ geschätzt und wir zahlen monatlich eigentlich viel weniger, als wir anfangs veranschlagt haben. Bei monatlichen Kosten sind wir ungefähr bei 1.100 Euro, 1.200 Euro maximal. Das, wie gesagt, das kann mal viel günstiger sein, wenn wir jetzt zum Beispiel hier noch eine Woche stehen würden oder so, dann zahlst du fast nichts. Aber das hängt vor allem damit zusammen, dass Sprit eigentlich immer der höchste Posten ist. Danach kommen die Lebensmittel, das ist auch von Land zu Land unabhängig. Aber ich kann euch eins sagen, Sprit war bisher in Deutschland am teuersten. Dementsprechend, sobald ihr aus Deutschland raus seid, beziehungsweise aus der EU raus seid, wird es viel, viel günstiger und eure monatlichen Fixkosten werden viel ertragbarer. Ein Handy mit Internetzugang. Und hier möchte ich noch einen Schritt weiter gehen. Denn wenn ihr wirklich autark stehen wollt, dann kann immer mal irgendwas passieren, wo ihr schnell reagieren müsst. Das Auto springt nicht an, ihr habt euch ein Bein gebrochen, was nun? Ihr habt keinen Empfang. Oder ihr kauft euch ein Handy mit der Funktion, über Satellit eine Notfallnachricht abzusetzen. Und damit ist zum Beispiel gemeint, ihr setzt die Koordinaten ab, ihr sagt Bein gebrochen, Hilfe und dann könnt ihr hoffentlich dann auch mit Hilfe rechnen. Schlimm ist, wenn ihr sowas nicht dabei habt. Also ein Mobiltelefon ist natürlich auch noch für 1.000 Millionen andere Sachen richtig wichtig, vor allem der Internetzugang. Wenn ihr mal Dinge übersetzen müsst, wenn ihr Dinge kaufen müsst, wir hatten zum Beispiel auch Situationen, wo wir auch online sein mussten, um überhaupt weiterzukommen.
Also, stay connected. So romantisiert es auch klingen mag, so eine Weltreise zu machen und dann irgendwo in die Prärie zu fahren und da mal komplett losgelöst von der Gesellschaft für eine Weile zu sein, nimmt das mit, das kann Leben retten. Und hier kommt noch ein letzter Punkt, auf den ihr euch aber auch zu Hause vorbereiten könnt, denn das ist eine mentale Vorbereitung. Seid bereit, aus der Komfortzone rauszukommen. Ihr werdet so oft mit unangenehmen Dingen konfrontiert auf der Weltreise und ihr wisst nicht, was am nächsten Tag auf euch zukommt, sodass ihr wirklich bereit sein müsst, das Abenteuer auch anzunehmen. Wie gesagt, das ist etwas, worauf man sich ein bisschen vorbereiten kann. Guckt euch Videos an von Leuten, die sowas öfter machen. Guckt, mit welchen Dingen ihr wahrscheinlich konfrontiert wird. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Bei diesem Thema, was ich am Ende dieses Videos hier verlinken werde, geht es hauptsächlich um Statistiken, um Erlebnisse, die ich in Zahlen zusammengefasst habe, damit ihr sehen könnt, was uns auf dieser Weltreise passiert ist. Wie zum Beispiel Polizeikontrollen, gefährliche Situationen und. Also falls ihr denkt, ich habe einen guten Job mit diesem Video gemacht, schreibt es in die Kommentare und lasst ein Like da. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal.